Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir starten wie gewohnt mit einer kleinen Kopfübung. Überlegen uns dann, warum die Rekonstruktion, das, was wir heute kennenlernen werden, das, ja, so das i-Tüpfelchen auf diesem ganzen Komplex der Kurvendiskussion ist. Gehen dann nochmal ein bisschen tief rein, ja, in die Eigenschaften der Rekonstruktion. Aber das war's dann auch mit diesem Themenblock. Ziehen ein kleines Fazit und machen uns dann in der Zukunft auf in die Exponentialfunktion. Also, starten wir. Wir haben hier drei kleine Aufgaben, wie immer. Das wird besonders heute relevant, ja, ich weiß, da müssen wir jetzt ganz tief graben in unseren Erinnerungen. Das war ein Gleichungssystem oder lineares Gleichungssystem, weil es lineare Funktionen sind. Ja, wenn wir jetzt, also ich kennzeichne die immer mit so geschwungenen Klammern. Ich meine, wie ihr das macht, könnt ihr das mit römischen Zahlen oder so machen. Wir haben jetzt zwei Gleichungen, suchen zwei Buchstaben oder Unbekannte. Und die wollen wir rausfinden, ne? Da gibt es so Additionsverfahren, Einsetzungsverfahren, Gleichsetzungsverfahren und so weiter. Zweite Aufgabe ist einmal die zweite Ableitung von diesem Polynom und dritte Aufgabe die zweite Ableitung von dem Polynom. Also nehmt euch wirklich mal 5 Minuten Zeit. Okay. Ein Gleichsystem, oh, direkt das Schwerste am Anfang. Überlegen wir mal. Es gibt verschiedene Methoden, sowas zu machen. Wir hatten die damals mal auseinanderzerlegt und erarbeiten und so weiter. Wir brauchen jetzt nicht viel davon. Das sind in der Regel sind es relativ simple Gleichungssysteme. Wir werden uns jetzt auch nicht die komplexesten Dinger ansehen. Hier mal ganz billig als Einstieg. Wir haben zwei Unbekannte. Wir suchen A und wir suchen B. Und wir haben Informationen, wie A, B und andere Zahlen zusammenhängen. Und ich würde es gerne durch Nachdenken machen. Ihr könnt auch ganz stumpf die Dinger hier irgendwie addieren, gleichsetzen, sonst was. Ich würde es gerne durch Nachdenken machen, weil es oft sch schneller geht. Also die zweite Gleichung, wenn ich mir die zum Beispiel mal anschaue, da steckt nur ein A drin. Und das ist oft so der Traum, dass wir eine Gleichung finden, in der nur ein Buchstabe steht. Weil wenn wir das geschafft haben, können wir diesen einen Buchstaben rausfinden. Ne, wir haben gelernt, wie wir lineare Gleichungen lösen. Haben wir das geschafft? Wissen wir, was A ist? Nein, dann setzen wir es hier oben ein und dann haben wir hier eine Gleichung mit nur noch B. Und so finden wir in der Regel die Lösung von Gleichungssystemen relativ schnell. Also. Wie ich es gerne mache, ist, schreibe einfach so einen kleinen Pfeil. Ja, ihr könnt theoretisch auch Äquivalenzpfeile draus machen. Ich mache einfach Implikationspfeile jetzt mal hier. Sollte reichen für den Zweck. Lass die Gleichung stehen, die mich erstmal nicht interessiert und forme die Gleichung um, die mich interessiert. So, die zweite Gleichung zum forme ich um mit durch minus 3. Ne, dann habe ich links nur noch a stehen und rechts habe ich minus 1,5 durch minus 3. Okay, ist halb. Ne? So, jetzt, wo ich das geschafft habe, mache ich den nächsten Umformungsschritt. Ich setze nämlich a gleich 0,5 hier oben für a ein, übertrage das, was mich nicht interessiert, weil da bin ich fertig. Und der Teil, der mich interessiert, naja, da mache ich was, nämlich 0,5 für a einsetzen, habe also 7 mal, ich sage es immer, einsetzen mit Klammern, also 7 mal in Klammern 0,5. Und das Ganze plus b ergibt dann wie in der Gleichung 1,5. So, jetzt haben wir hier wieder eine Gleichung mit nur einem Buchstaben. Na gut, den können wir umformen. Ne? 7 mal ein halb sind 3,5. 3,5 rüber, also minus 3,5. Na gut. Haben wir also b gleich 2. Und das war's auch schon. Wir haben dieses lineare Gleichungssystem jetzt gelöst, sogar ganz ohne irgendein Verfahren oder so. Wenn ihr so wollt, könnt ihr das Einsetzungsverfahren nennen, was wir gemacht haben. Gut, kommen wir zur zweiten Aufgabe. Also, wir suchen die zweite Ableitung, ne? Weil Strich, Strich. Okay, müssen Sie also einmal ableiten oder nochmal ableiten. Erste Ableitung, ganz simpel, Summenregeln, da drin sind überall Faktor- und Potenzregeln. 3 vor sind 3ax hoch 2 plus 2bx plus c. Ne? X fällt immer weg, Konstante fällt weg. Und das ganze Ding müssen wir nochmal ableiten, weil wir haben nur einen Strich losbekommen. 2 vor sind 6ax plus 2b, x fällt weg, c fällt weg. Okay. Ja, dritte Aufgabe, noch so ähnlich, einfach weil wir das später brauchen werden. Wir suchen die zweite Ableitung von diesem Polynom hier. Na gut, wieder einmal ableiten sind 2ax plus b. Und noch ein zweites Mal ableiten, da fällt das x weg, das b weg. Wir haben also noch 2a. Schön. Steigen wir ein in den spannenden Teil. Also, überlegen wir nochmal kurz. Wir haben jetzt gerade Kurvendiskussion gehabt. Ne? Wir haben uns ewig lang mit Ableitung beschäftigt, haben Punkte berechnet, Pfeile berechnet und haben das Ding dann gemalt. Also, ich habe irgendwie euch eine Funktion gegeben, und dann habt ihr euch überlegt, naja, gut, ich kann jetzt irgendwie meine Kurvendiskussion runterrattern, egal in welcher Reihenfolge mal erst. Ich kann Ableitung berechnen, die ersten drei Ableitungen zum Beispiel. Ich kann Symmetrie bestimmen oder berechnen. Ich kann drei Sorten von Punkten berechnen.
Ja, indem ich f gleich 0 setze, f' gleich 0 setze, f2' gleich 0 setze und halt mit diesen ganzen hinreichenden Bedingungen noch. Dann Grenzwerte beschreiben, den Limes und am Ende meinen Graphen malen. So, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir irgendwelche Eigenschaften rausgefunden. Hier zum Beispiel f gleich 0 haben wir rausgefunden, ach, der hat eine Nullstelle da, eine Nullstelle da und bei den Extrempunkten haben wir vielleicht rausgefunden, ach, da ist ein Tiefpunkt bei x gleich 2 und so weiter. Noch irgendwelche Eigenschaften. Jetzt ist es aber oft der Fall, dass ihr irgendwo in die Natur guckt, ihr mal sollt irgendwelche Autobahnen konstruieren oder Achterbahnen oder irgendwelche, ihr habt irgendwelche Bakterien, Zellvermehrung, sonst was Kram. Ihr habt irgendwelche markanten Eigenschaften gegeben. Ihr habt Testwerte, ja, ihr wisst zum Beispiel, nach 0 Stunden ist so hoch, nach 4 Stunden so und so weiter. Ihr habt also die Eigenschaften gegeben. Aber ihr kennt die Funktion noch gar nicht. Woher denn auch? Also die Natur schreibt euch ja nicht irgend so ein f von x dahin. Also ihr habt keine Funktion. Entsprechend habt ihr auch keine Kurvendiskussion. Aber was ihr habt, sind die Eigenschaften. So, und das ist die Rekonstruktion, oder es gibt auch ein paar andere Begriffe noch dafür, wie es immer ist, aber es ist auch völlig wurscht, wie es heißt. Die Idee ist immer gleich. Ihr habt das Ergebnis der Kurvendiskussion raus. Aber kennt den Teil davor nicht. Und alles, was euch jetzt interessiert, ist die Funktion, weil ihr zum Beispiel irgendwelche anderen Anwendungen damit der Funktion machen wollt, ja? Wäre ganz praktisch. So, und das ist auch schon die Idee. Das wollen wir heute lernen und herausfinden, wie wir von gegebenen Eigenschaften uns die Funktionsgleichung herleiten können. Sondern könnt ihr auch ruhig, also ihr könnt, wenn ihr wollt, gern euch selbst mal hinsetzen jetzt und überlegen. Und wenn ihr überhaupt keinen Bock habt zu überlegen und nur wissen wollt, wie es geht, dann spult ihr jetzt halt vor oder so. Aber das ist wirklich ein lustiger Moment, um einfach mal nachzudenken, was hat mir die Kurvendiskussion gebracht, wie kam ich überhaupt zu diesen Eigenschaften und warum kann ich das nicht einfach rückwärts machen? Ja, warum ist das so simpel oder auch nicht so simpel, das, den ganzen Prozess einfach nochmal rückgängig zu machen, um eben von den Eigenschaften auf die Funktion zu kommen? Also nehmt das ruhig so lange Zeit, wie ihr wollt und habt. Ansonsten schauen wir es uns jetzt mal gemeinsam an. Also wir haben Eigenschaften. Nehmen wir mal die erste. Nullstelle bei x gleich 0. Was heißt Nullstelle bei x gleich 0? Wie kamen wir da überhaupt drauf? Wir hatten f genommen und haben es gleich 0 gesetzt. Und haben dann gefragt, für welches x ist f gleich 0? Und dann kamen wir auf irgendeinen x-Wert hier, x gleich 0. Also nochmal, wir haben das Ding hier, wo noch x drin stecken, gleich 0 gesetzt und kamen auf x muss 0 sein. Hier jetzt mal bei der Eigenschaft. Naja, angenommen, ich sage euch jetzt, und so würden diese Aufgaben in der Regel auch gegeben sein. Ich sage euch jetzt, das ist eine Polynom zweiten Grades. Ja, zum Beispiel, ihr sollt eine Parabel am Ende haben oder eine S-Form, dann wisst ihr, es ist dritten Grades. Angenommen, wir wissen, es ist zweiten Grades. Wir wissen aber noch nicht, was da Zahlen überstehen. Wir wissen aber schon mal, die sieht am Ende irgendwie so aus. Ja, wir haben unser x-Quadrat, x und noch eine Zahl. Und die ganzen Vorfaktoren müssen wir rausfinden. Jetzt irgendwie, aber dann sind wir fertig. Das ist alles, was wir rausfinden müssen. Weil wir wissen, so sieht ein allgemeines Polynom zweiten Grades aus. Alles, was wir wissen müssen, ist der Buchstabe hierfür, der Koeffizient und der Koeffizient. So, nochmal zurück. Wir haben jetzt eine Nullstelle bei x gleich 0 und wir wissen, f ist an dieser Stelle hier, bei diesem x, ist f gleich 0. Na, dann machen wir es doch mal mit diesem allgemeinen Ding. Wir wissen doch schon, dieses Ding ist bei x gleich 0 gleich 0. Egal was a, b, c sind, das wissen wir schon, wegen der Eigenschaft. Schreiben wir es also hin. F an der Stelle 0 ist 0. So, was wissen wir jetzt über f? Naja, wir kennen die allgemeine Version von f. Wir haben halt die Buchstaben noch nicht, aber wir kennen so ein Allgemein, so wie es ungefähr sein würde. Dann nehmen wir doch mal dieses Allgemeine und gucken, was es bringt. Einfach mal ausprobieren. Wir nehmen also nicht f von x, das steht hier, sondern wir nehmen f von 0. Wir setzen also 0 für jedes x hier ein. Ja, mehr nicht. Na gut, und jetzt können wir ein bisschen nachdenken. Was haben wir jetzt hier? A mal 0 hoch 2, okay, das ist 0. B mal 0 ist 0. Gut, dann haben wir am Ende noch c gleich 0. Und so einfach ist es. Wir haben schon unseren ersten Buchstaben rausgefunden. Ja, und das ist die ganze Idee. Das machen wir jetzt. Wir machen also quasi das Ganze rückwärts. Ja, ich werde es hier so ein bisschen als Kreislauf darstellen. Es ist im Endeffekt einfach nur die Kurvendiskussion rückwärts, aber ich denke, ihr merkt, was passiert. Na, also, nehmen wir uns die zweite Eigenschaft. Nullstelle bei x gleich 4. Was heißt das? Naja, f an der Stelle 4 ist 0. Okay, schreiben wir es hin. Nehmen wir wieder unser allgemeines f von x, setzen 4 für x natürlich ein
und wissen, an der Stelle, wo wir 4 ansetzen, ist es 0. Na gut, und jetzt schreiben wir es noch ein bisschen schön hin. Das sind dann 4 Quadrat, also 16a und das sind 4b plus c ist 0. Okay, hier haben wir jetzt nicht direkt Buchstaben rausgefunden, aber wir haben wenigstens schon mal irgendeine Gleichung. Wir wissen, das gilt. Kommen wir zur letzten Eigenschaft, die wir haben. Tiefpunkt bei x gleich 2. Okay, das ist jetzt nicht so einfach. Wie kamen wir auf den Tiefpunkt? Woher wussten wir überhaupt, dass bei x gleich 2, oder was ist denn überhaupt bei x gleich 2? Wie kamen wir da drauf? Extrempunkte war f' von x gleich 0. Aha. Wir wissen also, wenn wir nicht in f, sondern in f' x gleich 2 einsetzen, kommt 0 raus. Na gut, wir haben hier nur f, wir haben keinen f'. Was können wir aber machen? Wir können diese allgemeine Funktion nehmen und die einfach ableiten. Wer hindert uns dran? Ja, wir nennen das Ding Ansatz. Und von diesem Ansatz, jetzt wissen wir auch, wie unser allgemeines f' aussehen würde, je nachdem, was a, b und c wären. Zusammen mit dem Ansatz und der Eigenschaft Tiefpunkt bei x gleich 2 können wir jetzt die dritte Gleichung aufstellen. Wir wissen, was war nochmal Extrempunkt, f' von x gleich 0. Wir nehmen also unser allgemeines f' von x und wissen an der Stelle 2 ist das gleich 0, weil das ist die Eigenschaft. Na gut, das können wir machen. Wir können für x in der Ableitungsfunktion einfach mal 2 einsetzen überall, haben dann 4a plus b gleich 0. Und das war's. Wir haben jetzt eine Gleichung, noch eine Gleichung, noch eine Gleichung. Drei Eigenschaften macht drei Gleichungen. Und diese drei Gleichungen bilden jetzt auch schon unser lineares Gleichungssystem. Na gut, und das Erste, was so ich instinktiv mit dem linearen Gleichungssystem mache, ist versuchen zu lösen. Ja, manchmal kann es lösen, manchmal hat es unendlich viele Lösungen. Hier hat es hoffentlich genau eine Lösung, das wäre so der Optimalfall. Wir versuchen es einfach mal, also wir werden es jetzt nicht detailliert machen, das könnt ihr gerne mal jeder für sich machen, einfach so als Übung, aber das ist auch nicht schwer. Also ich meine, C haben wir schon gegeben. Jetzt haben wir noch zwei Gleichungen, setzen wir C gleich 0 ein, dann fällt das weg. Dann haben wir zwei Gleichungen nur noch mit A und B. Okay, wir können jetzt hier 4a rüberholen, b ist minus 4a, setzen wir für b minus 4a ein, haben minus 6 und so weiter. Ne? Und dann kommen wir irgendwann, wenn wir das gerechnet, können auch einen Taschenrechner einsetzen, wie auch immer. Irgendwann kommen wir dann auf unsere drei Koeffizienten, a, b und c. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, war, warte mal, wir haben gesagt, so sieht f aus mit irgendeinem a, b und c. Wir haben a, b und c rausgefunden. Schreiben wir also unsere Funktion hin, die nichts anderes ist als das allgemeine f mit den Koeffizienten. Und das war's. Das ist die komplette Rekonstruktion. Ja, so machen wir die Kurvendiskussion rückwärts. Wir gucken uns Eigenschaften an, fassen sie zu Gleichungen zusammen, lösen das Gleichungssystem und schreiben unser Resultat hin. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen bunt. Deswegen habe ich schon überlegt, wir stellen es nochmal ein bisschen schöner dar, damit wir irgendwas zu merken haben. Also nochmal, wir haben einen Ansatz, ja, wir wissen, unsere Funktion soll irgendwie enden Grades so aussehen. Das wird in der Regel gegeben sein, irgendwie vierten Grades, dritten Grades, was auch immer. Und dann schreiben wir eben so ein allgemeines Polynom hin, was nichts anderes ist als x hoch Grad plus x hoch Grad minus 1 und so weiter. Und dann machen wir überall einen Buchstaben davor. Diese Buchstaben werden wir am Ende rausfinden wollen. Na gut, das leiten wir dann schon mal ab. Dann können wir schon mal überlegen, wie viele Ableitungen bräuchten wir theoretisch. Ich meine, zu viele schaden nie. Aber wir haben eben schon gesehen, die erste Ableitung ist praktisch. Jetzt könnte ja theoretisch noch was mit Krümmung kommen. Heißt, so eine zweite Ableitung sollte auch noch relativ hilfreich sein. Wir haben jetzt ja keine hinreichenden Bedingungen verwendet, nur die notwendigen. Also eine dritte Ableitung wird wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich denke, so zwei Ableitungen sollten in der Regel reichen. Also, wir haben unseren Ansatz mit der Funktion und zwei Ableitungen. Dann kommt auch schon der schwerste und größte Schritt bei der Rekonstruktion. Und das ist auch der einzige, den wir später noch intensiv üben werden. Das sind die Eigenschaften. Da wird jetzt manchmal sowas stehen wie Tiefpunkt bei 0,3. Ja, das wäre schön, weil das ist leicht, eine Gleichung zu packen. Manchmal ist es aber nicht ganz so leicht, die Eigenschaften der Gleichung zu packen. Wir schauen uns deswegen jetzt mal detailliert alle Möglichkeiten an, die es gibt. Oder alles gelogen, es gibt noch mehr. Aber wir schauen uns mal so die gängigsten an. Also, was ist denn das Einfachste, was passieren kann? Was zum Beispiel passieren kann, ist, was ist denn überhaupt eine Funktion? Fangen wir mal oben an. Was ist eine Funktion? Eine Funktion ist doch nichts anderes als eine Zuordnung von irgendeiner Menge, wo so x drin stecken, auf irgendeine andere Menge, wo irgend so y drin stecken. Unsere Funktionsgleichung sagt uns dann immer, was passiert mit einem x? Sprich, welches x wird zu welchem y geschickt, ne, oder abgebildet oder zugeordnet. Das ist eine Funktion, mehr ist es nicht. Wir könnten also eine Punktprobe machen. Angenommen, ich nenne ich einen Punkt. Ja, irgendwie der Punkt hier bei x gleich 3 ist die Funktion 1. Der Punkt 3, 1 liegt also auf der Funktion f.
Das ist eine valide Information, eine gute Eigenschaft. Ich kann euch einen Punkt nennen. Naja, was machen wir mit einem Punkt? Ein Punkt als Gleichung heißt doch nichts anderes als f an der Stelle x ist gleich y. Ich werde das jetzt hier einfach, damit ihr es mal unterscheiden könnt von den xen, werde ich mal hier feste Werte nehmen. Deswegen habe ich denen so 0 als Index gegeben, lasse ich davon nicht verwirren. Das sind einfach nur Platzhalter für irgendwelche Zahlen. Ne? Okay, also Punkt heißt nichts anderes als f von x gleich y. So, das Zweite, was passieren kann, ist, dass ich jetzt nicht sage, ich habe bei x den y-Wert, sondern ich habe die Steigung bei x. Überlegen wir nochmal, was heißt Steigung an der Stelle? Naja, das heißt, f' an der Stelle ist n. Ja, also f an der Stelle y ist ein Punkt, f' an der Stelle m ist die Steigung an der Stelle. Ne? Weil Ableitung war einfach nur Steigung. Okay. So, was kommt jetzt? Wir können jetzt unsere ganzen Punkte mal durchgehen. Was haben wir gelernt, was es Punkte gab? Wir haben erstmal Nullstellen berechnet. Nullstelle bei f von x gleich 0. Ihr seht schon, das ist ja einfach eine Kurvendiskussion, aber andersrum. Also Nullstelle, f gleich 0. Extremstelle oder Extrempunkt, f' gleich 0. Wendepunkt oder Sattelpunkt. Jetzt kommt die zweite Ableitung ins Spiel. Nehmen wir erstmal den Sattelpunkt, weil den hatten wir bei den Extrempunkten ja mitberechnet. Sattelpunkt war Extrempunkt plus Wendepunkt. Heißt, aus dem Sattelpunkt kriegen wir nicht nur eine, sondern zwei Gleichungen raus. Das sind zwei Informationen auf einmal, wenn wir den Sattelpunkt kennen. Nämlich f' gleich 0. Und wenn ihr euch mal an diesen Oktopus erinnert, Sattelpunkt war da, wo wir oben f' hatten, gleich 0. Und nicht links zum Tiefpunkt, nicht rechts zum Hochpunkt, sondern in der Mitte nochmal runterging und dann die anderen Arme vom Oktopus da kamen. Das war der Teil, wo auch die zweite Ableitung gleich 0 war. Deswegen Sattelpunkt zwei Gleichungen, nämlich f' gleich 0 und f2' gleich 0. Wendepunkt, jetzt ganz simpel, f2' gleich 0, ne, das war die notwendige Bedingung. Und das sind auch schon die gängigsten Dinge. Habe ich hier noch einen? Nee, ich habe keinen mehr. Gut. Das sind so die gängigsten Eigenschaften oder Informationen, die man bei diesen Aufgaben bekommen wird. Irgendwelche Punkte, irgendwelche Werte, irgendwelche Steigungen. Und das ist so ein bisschen die Lookup-Tabelle, wie wir Gleichungen aus den Eigenschaften übersetzen. Ja, aber die stehen auch nicht immer so eindeutig da, die Dinger hier. Manchmal ist da ein Graph, manchmal bekommt ihr einen Graph, ja, und dann seht ihr einfach nur, okay, da ist so ein Punkt. Was hat er denn für Koordinaten? Ist das denn ein Tiefpunkt? Und dann müsst ihr euch selbst überlegen, dass ein Extrempunkt bei x gleich 5 ist. Manchmal ist das anders in Text formuliert. Manchmal ist ein bisschen, ne, muss man erstmal die Informationen irgendwie rausziehen, aber das werden wir üben, keine Sorge. Das wird dann die Lookup-Tabelle sein, wie wir aus Informationen eine Gleichung machen. Gut, wir haben also einen Ansatz, wir haben Eigenschaften. Zusammen aus Ansatz und Eigenschaften können wir dann hier unsere f nehmen und irgendwas einsetzen, die Punkte, die wir halt gegeben haben, und so unser lineares Gleichungssystem erstellen. Und hier kommt das erste Mal, wo wir uns kontrollieren können, wo wir so eine Art Zwischenergebnis kontrollieren können. Wenn nämlich ihr hier Grad n habt, habt ihr ja n plus 1 Buchstaben. Ne, weil wenn ihr irgendwie eine lineare Funktion habt, habt ihr 3x plus 2, dann habt ihr die 3 und die 2. Lineare Gleichung, Grad 1, aber zwei Buchstaben, zwei Koeffizienten. Heißt, ihr habt immer Grad plus 1 Buchstaben, die ihr rausfinden müsst. Ihr solltet also, wenn ihr eine Regel mal, sagen wir jetzt mal, alles richtig gemacht habt, Grad plus 1 Gleichung am Ende da stehen haben. Ja, das ist dann ein Gleichungssystem, das können wir lösen, kommen auf Koeffizienten. Auch hier wieder Grad plus 1 Koeffizienten sollten wir dann haben. Und wenn wir die Koeffizienten haben, wir wussten, wie es allgemein f aussieht, schreiben wir die Dinger einfach dahin und haben unser Resultat. Und das war's. Ja, ich merke mir das immer so gerne nur als Ring, so diese fünfartige Ring mit einer Öffnung da oben, dieses Hufeisen oder wie auch immer ihr das hier nennen wollt. Ansatz, Eigenschaften, LGS, Koeffizienten, Resultat. Ja, und der Übergang, das eigentlich Schwere hier ist der Übergang, das ist die eigentliche Arbeit. Gut, hier ist gar kein Übergang. Hier ist es Einsetzen. Hier ist es dann mal ein bisschen LGS lösen, wie auch immer ihr das machen wollt. Und hier ist es nur noch hinschreiben. Gut, machen wir dazu eine kleine Aufgabe. Also, heute wird nichts geschenkt. Ich gebe euch jetzt mal direkt die Information knallhart als Text, weil so wird es euch auch begegnen. Wir werden es durch. Bestimme die Funktionsgleichung einer ganz rationalen Funktion zweiten Grades, welche die y-Achse bei y gleich minus 2,5 schneidet und einen Hochpunkt bei h3,5 besitzt. Okay.
So, wir werden die jetzt nicht gemeinsam machen. Ihr werdet euch jetzt direkt allein mal hinsetzen und es versuchen. Wenn ihr merkt, ihr schafft es gar nicht, okay, dann spult vor. Dann werden wir es gleich sowieso hier zusammen machen. Aber versucht es wirklich mal selbst. Macht den Ansatz, ja. Achtung, hier zweiter Grad. Zweimal ableiten. Eigenschaften aufschreiben. Gleichung, LGS, lösen, zack. Also, ihr nehmt euch wirklich mal 10 bis 12 Minuten Zeit. Okay, also fangen wir oben an. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Ansatz. Wir haben zweite Grad, sprich, wir haben sowas wie x-Quadrat. Wir haben also Grad 2, also drei Buchstaben, drei Koeffizienten. Ja, wir haben also hier x² plus bx plus c. Wir suchen jetzt a, wir suchen b, wir suchen c. Ja, das hier ist der erste Schritt. Jetzt leiten wir das Ding zweimal ab. Nochmal abgeleitet. Okay, das sind 2a. Gut, weiter mit den Eigenschaften. So, und jetzt kommt der einzig schwere Teil. Ab dann ist alles geschenkt. Also nicht geschenkt, aber es ist halt einfach nur stumpf runterrechnen ab dann. Jetzt der Teil, in dem wir nachdenken müssen. Eigenschaften. Was haben wir für Eigenschaften? Fangen wir an. Funktionskleingas, was funktioniert? Welches die y-Achse bei y gleich minus 2,5 schneidet? Was steckt hier drin für eine Information? Y-Achse bei y gleich minus 2,5 schneidet. Was ist das für eine Information? Das ist ein Punkt. Ja, wir wissen, bei x gleich 0 ist y gleich minus 2,5. Also y gleich minus 2,5 bei x 0 gleich 0. Was haben wir noch gegeben? Schneidet einen Hochpunkt. Oh, wir wissen, es ist ein Hochpunkt bei H3. Und wir haben noch einen Punkt. Wir haben einen Punkt und wir wissen, dieser Punkt ist ein Hochpunkt. Also erstmal wissen wir, bei x gleich 2, sorry, bei x gleich 3 haben wir y gleich 2. Also, y ist x gleich 3. Und wir wissen, wir haben einen Hochpunkt bei x gleich 3. Also, einen Extrempunkt bei x gleich 3. Und das war's. Wir haben wie viele Informationen gebraucht? A, B, C, drei Stück. Und wir haben drei Gleichungen. Ja, und das ist ein bisschen, manchmal ein bisschen Franselarbeit hier, ein bisschen Schnitzeljagd, zu gucken, wo sind denn meine ganzen Informationen? Wann habe ich denn alle zusammen? Hier jetzt y, da ist eine Zahl, das sind Informationen. Da, Hochpunkt ist immer eine Information und Punkt ist auch eine Information. Und das mehr haben wir nicht gemacht. Das sind die drei Dinger. Wir haben sie halt der Sprache aufgeschrieben, die wir eben auf diese Lookup-Tabelle hatten. Gut, das sind die Eigenschaften. Jetzt müssen wir das LGS aufstellen. Was ist jetzt hiermit? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, erste Information, y gleich minus 2,5 bei x 0. Was war das für Information? Nochmal nachdenken, das ist ein Punkt. Punkt hieß f an der Stelle x gleich y. Also f an der Stelle 0 gleich minus 2,5. So, holen wir uns die Gleichung raus. Ne? Wir setzen also einfach für jedes x 0 ein und wissen, das ist minus 2,5. Also einfach für x 0 einsetzen, für x 0 einsetzen. Das hier fällt weg, das fällt weg. Wir haben also c gleich minus 2,5. Sehr schön. Erste Gleichung haben wir schon. Zweite Information. Y ist 2 bei x gleich 3. Ist wieder ein Punkt. Punkt heißt f an der Stelle x ist y. Wir setzen also einfach ein. F an bei 3 ist 2. Wir setzen für jedes x 3 ein und kommen dann so, wenn wir es umformen, wieder auf eine Gleichung. Dritte Information, Extrempunkt bei x gleich 3. Was war noch ein Extrempunkt? Naja, f' heißt ist 0. Das war die notwendige Bedingung, ne, wie wir die Extrempunkte berechnet haben. F' an der Stelle 3 ist also 0. F' an der Stelle 3 ist also 0. Gut, setzen wir das ein. Für jedes x von f' setzen wir 3 ein. 2a mal 3 plus b. Na gut, schreiben wir es schön hin. Und schon haben wir unsere drei Gleichungen. Erste Gleichung, zweite Gleichung, dritte Gleichung. Wir haben drei Gleichungen, drei Buchstaben, wir haben unser LGS. Vierter Schritt, wir brauchen die Koeffizienten. Nein, dafür müssen wir halt das LGS lösen, ne? Wie gesagt, hier ist es mir relativ egal, wie ihr das löst. Es gibt schnelle Wege, lange Wege. Ich mache es jetzt mal recht intuitiv, schreiben wir das LGS hin. Wir haben drei Gleichungen. Okay, jetzt, was kann man jetzt hier machen? C haben wir schon. Wir könnten jetzt zum Beispiel die unterste nach b auflösen und dann setzen wir b und c in die zweite ein, kommen so auf a, ne, das wäre eine valide Strategie. Wir nehmen also c, lassen wir stehen, wir gucken hier unten, wie kriegen wir b raus? Naja, b rüber und mal minus 1 heißt b ist minus 6a und setzen wir b gleich minus 6a hier rein und setzen wir c gleich minus 2,5 hier rein, alles in die zweite reingeklopft. Dann haben wir hier eine Gleichung, die nur noch aus a besteht. Und die können wir lösen. Das war doch alles, was wir wollten. Das war jetzt zweimal Einsetzungsverfahren, wenn ihr es so wollt. Und
Die mittlere Gleichung lösen wir also nach a auf. Ne? Das nehmen wir minus 18a plus 9a sind also minus 9a. Zeig mal 5 rüber. Minus 9a sind 4,5 durch die 9. A ist also nach minus 1/2. C kannten wir schon. Jetzt müssen wir noch hier unten b rausfinden. Wir setzen also a minus 0,5 hier unten jetzt in a ein. Minus mal minus ist plus. 6 durch 2 ist 3. B ist also 3. Und schon haben wir unsere drei Koeffizienten. Und ganz wichtig, letzter Schritt, können unser Resultat aufschreiben. Wir nehmen also einfach unsere allgemeine Version von f von x und hauen unsere Koeffizienten, die wir herausgefunden haben, davor. A ist minus 1/2, heißt, wir haben hier nicht ax², sondern minus 1/2x², da steht's. B ist 3, wir haben also nicht bx, sondern 3x. Und c ist minus 2,5, wir haben also nicht plus c, sondern minus 2,5. Und das war's. Das ist die Funktion, die wir gesucht haben. Gut. Versucht hier wirklich, wenn ihr das nicht geschafft hattet, wirklich nochmal Schritt für Schritt es Revue passieren zu lassen, was hier passiert ist. Ansatz sollte simpel sein. Eigenschaften ist der harte Teil. LGS ist dann einfach nur noch, naja, einsetzen und ausrechnen und das Resultat hinschreiben. Ne? Und das war die Rekonstruktion. So, wir können jetzt 20 Aufgaben dazu machen und, oh, ich merke gerade, sorry. Ja, also das ist das Ergebnis. Also wir können jetzt 20 Aufgaben dazu machen und jedes Mal alles hier durchiterieren. Weil ich aber wirklich denke, dass der Teil mit den Gleichungen aufstellen und also mit den Eigenschaften der schwere Teil ist an den Ganzen und der Rest ist halt immer so, immer das Gleiche, würde ich mich gern darauf fokussieren. Auch einfach, weil es ein bisschen zeitaufwendig ist, jetzt hier 100 Aufgaben durchzumachen, am Ende doch auf eine Aufgabe zu stoßen, die wir immer noch nicht können. Ich glaube, es ist also sinnvoller, die Zeit zu nutzen, indem wir nur die Eigenschaften trainieren. Also, eine kleine Vertiefung. Ich habe hier drei Aufgaben hingeschrieben und wir sollen jetzt nicht die komplette Funktion herausfinden, sondern wir geben uns mal damit zufrieden, nur die Eigenschaften überhaupt mal in Gleichungen zu fassen. Weil ab dann ist es wirklich nur noch rechnen. Ne? Also, gesucht sind die Eigenschaften von diesen Funktionen. Ich habe euch jetzt mal freundlicherweise immer sehr deutlich hingeschrieben, welchen Grad die hat. Also, dritten Grades, dritten Grades, dritten Grades, alle dritten Grades mit folgenden Informationen. Erstens, die im Ursprung und im Punkt 2, 4 jeweils ein Extremum hat. Mit dem Wendepunkt w minus 2, 6, die an der Stelle x gleich minus 4 ein Maximum hat. Die steigende Wendetangente ist gleich minus 12. Und beim dritten haben wir einfach nur einen Graphen gegeben. So, Achtung, dritter Grad heißt vier Informationen, ja, vier Gleichungen, vier Buchstaben. Versucht's wirklich mal selbst. Findet einfach mal anhand dieser Informationen und dem Ansatz die Gleichung raus, die wir dann fürs LGS brauchen. Ja, nehmt euch wirklich pro Ding hier so 5 Minuten Zeit. 5 Minuten würde ich immer einschätzen für die Eigenschaften. Der Rest ist dann nur noch rechnen, so 10 Minuten. Nehmt euch pro Ding mal 5 Minuten Zeit. Okay. Also, wir cheaten ein bisschen und nehmen uns direkt die Eigenschaften zur Hand. Wir hatten sechs zentrale Eigenschaften, das haben wir festgestellt. Ich habe schon gesagt, es gibt noch ein paar andere nicht. Ich meine, das sagen, nicht die Steigung ist m und nicht der Wert ist y, sondern ich könnte es mal mit einer Krümmung argumentieren. Wir haben, oder eine Beschleunigung. Wir haben bei x gleich 3 eine Beschleunigung von 1, könnte ich auch sagen. Dann wäre es natürlich die zweite Ableitung gleich dieser Wert. Na und so weiter. Man könnte ja sich noch andere Eigenschaften spinnen. Wir können auch mit Symmetrie jetzt mal bearbeiten oder mit Grenzwert oder sonst was. Aber ich denke, das hier sollte mal als erster Überblick reichen. Also starten wir mit der ersten. Dritten Grades. Wir so haben also vier Gleichungen. Suchen. Was haben wir für Informationen? Die im Ursprung, da ist schon die erste Info. Da höre ich schon direkt auf. F von 0 ist 0. Das ist ein Punkt. Y gleich 0 bei x gleich 0, weil die geht durch den Ursprung. Ja, und da müssen wir gar nicht weiter nachdenken erstmal. Das hier ist schon direkt die erste Information. So, wir wissen also, bei y ist 0, bei x gleich 0 oder als Gleichung ausgedrückt, gucken wir nach, y bei x, f von x ist y. Also f von 0 ist 0 und das ist schon die erste Gleichung. Die setzen wir in Ansatz rein und kommen auf eine Gleichung. Gut, wir brauchen noch drei Informationen. Lesen wir weiter den Ursprung und im Punkt 2, 4, da höre ich direkt auf zu lesen, das ist die nächste Information. Wir haben Punkt gegeben, Punkt,
Heißt, wir haben y gleich 4 bei x gleich 2. Gucken wir nach. F von x gleich y, also f von 2 gleich 4. Zack. Lesen wir weiter. Jeweils ein Extremum hat. Oha. Was heißt das? Jeweils. Das heißt, in beiden Punkten, in diesen beiden Punkten, die wir jetzt gegeben hatten, ist auch ein Extremum. Okay, wir wissen also, bei x gleich 0 ist ein Extremum. Hier, Extrempunkt bei x gleich 0. Schreiben wir es hin, Extremum x gleich 0 heißt f' von x gleich 0. f' von, in dem Fall 0, ist also 0. Gut, dritte Gleichung. Und das letzte war, dass es in dem anderen Punkt auch ein Extremum ist, heißt an der Stelle x gleich 2 haben wir auch ein Extremum. f' von 2 ist also auch 0. Ja, und das war's. Vier Gleichungen. Das hauen wir jetzt ins LGS, hauen es in den Taschenrechner oder in unsere LGS-Lösefähigkeiten, kommen auf die Koeffizienten und schreiben das Ergebnis hin. Aber das hier war wirklich der Kern der Arbeit. Gut, kommen wir zum zweiten. Dritten Grades, wir suchen also wieder vier Gleichungen. Wir haben jetzt hier einen Wendepunkt W-2, 6, okay. Da stecken zwei Informationen drin wieder. Einmal, das ist ein Punkt und zweitens, das ist ein Wendepunkt. Na, also wir wissen erstmal, das ist ein Punkt, also bei x gleich minus 2 ist y gleich 6. Punkt heißt f von x gleich y, f von minus 2 ist 6. Zack. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Würfeln wir sie uns mal zusammen. Die steigende Wendetangente ist gleich minus 12. Okay, das heißt, an dieser Stelle, wo der Wendepunkt ist, bei minus 2, ist die Steigung gleich minus 12. Steigung m bei x gleich x0. Das wissen wir hier, okay. Wir setzen, was ist f' von x gleich m, also f' von minus 2 gleich minus 12. Okay. Ja. Oh, dann, sorry, ich habe das jetzt ein bisschen durcheinander gemacht. Ihr könnt es gerne sortierter machen. Das vorhin war nicht nur ein Punkt, sondern wir wissen auch noch, es ist ein Wendepunkt bei minus 2, 6. Okay, Wendepunkt, schreiben wir es hin bei minus 2. Was machen wir daraus? F2' von x gleich 0. F2' von minus 2 ist also 0. Letzte Information, was haben wir hier noch? Stelle x gleich minus 4 ist ein Maximum. Okay, wir haben also einen Extrempunkt bei x gleich minus 4. Extrempunkt bei x heißt f' von x gleich 0. Schreiben wir es hin. Ja, das waren alle vier Informationen. Ich glaube, hätte man das jetzt annähernd sinnvoll gemacht, nicht so wie ich, dann wäre die Reihenfolge ein bisschen anders hier. Aber das ist auch egal, ne? Das ist halt ein bisschen Zusammensuchen von Informationen. Vielleicht übersieht man auch mal, dass hier zwei Informationen drinstecken und nicht nur eine. Macht weiter, merkt am Ende, ach Mist, ich brauche vier Informationen, habe erst drei, dann liest man es nochmal, merkt, warte mal, steckt da vielleicht noch eine Info drin und so. Also manchmal ist wirklich ein bisschen zusammenwürfeln, wo was drinsteckt. Gut, kommen wir zur letzten, dritten Grades mit folgendem Graphen. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben einen Punkt, das ist eine Nullstelle, das ist ein Sattelpunkt. Na gut, fangen wir halt einfach mal an. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, hier ist eine Nullstelle, heißt, wir haben y gleich 0 bei x gleich 2. 0 bei x gleich 2. Okay, heißt übersetzt, f von 2 ist 0, f von 2 ist 0. Ja, ihr könnt das jetzt auch als, ihr könnt das auch als Nullstelle übersetzen. Na, kommt ja das Gleiche, f von 2 ist 0. Ist eigentlich wurscht, was ihr bei so Dingen nimmt. Es ist bei beides gegangen. Gut, was haben wir hier noch? Das hier ist noch ein Punkt, also erstmal ein Punkt. Wir wissen also erstmal, bei x gleich 1 ist y minus 2. Schreiben wir es hin. Y gleich minus 2 bei x gleich 1. Wie haben wir das übersetzt? Naja, f von x ist y, also f von 1 ist minus 2. Gut. Was haben wir noch? Also das ist nicht irgendein Punkt, das ist ein Sattelpunkt, ne? Sattelpunkt, schreiben wir es erstmal hin. Wir haben Sattelpunkt bei 1. Was heißt Sattelpunkt? F' von 1 ist also 0, okay. Gut, jetzt brauchen wir aber vier Informationen. Gucken wir mal, der Sattelpunkt. Ah, im Sattelpunkt stecken zwei Informationen drin. Das war dieses besondere Ding. Da ist nämlich auch die zweite Ableitung an der Stelle. Wir schreiben also als vierte Information immer noch vom Sattelpunkt, dass auch F2' an der Stelle 1,0 ist. Und das war's. Ja? Das ist diese Schnitzeljagd. Wir nehmen uns hier unsere Informationen, gehen die Tabelle durch und gucken immer, haben wir irgendwas hiervon gegeben, bis wir halt Grad plus 1 viele Informationen in Gleichungen übersetzt haben. Und diese Gleichung schmeißen wir ins LGS, machen unseren Gauss-Algorithmus oder sonst was drauf, kommen auf die Koeffizienten, schreiben das Ergebnis hin. Gut. Fassen wir mal zusammen. Also, die Kurvendiskussion geht auch rückwärts. Ja, es ist nicht immer Funktion und dann Ratter, Ratter, Ratter,
sondern manchmal ist es auch Ratter-Ratter-Ratter-Funktion. Ja, geht auch. Die Rekonstruktion an sich ist eben wie, ja, Schnitzel, ich weiß nicht, ob das so treffende Wort ist, aber ist eben wie das Schnitzel erklärt, dieses Informationen zusammensuchen, von einem zum anderen gucken, habe ich schon alles, was ich brauche und so weiter. Ja. Und nochmal, um es festzuhalten, wir brauchen immer Grad plus 1 Gleichung, Grad plus 1 Information, Grad plus 1 Buchstaben, eben weil ein Polynom n-ten Grades noch den konstanten Teil am Ende hat, haben wir eben diese Grad plus 1 Koeffizienten. Ja, das war's für heute. Ciao.